Also doch, ich habe eben einmal kurz vorbeigeschaut, aber. Wenn der Coach wenig Einfluss hätte, dann bringt ein Coach an sich nichts. Ist nicht nur das Spiel, sondern auch die Vorbereitung und Nachbereitung. Ja, ich sag dir, auf jeden Fall bringt ein Coach was. Also in League of Legends würde ich sagen, bringt ein Coach. Oh nee. Bin ich jetzt tot? Ja, sie ist einfach AFK. Mega. Natürlich. Ich hätte mal früher flashen sollen. Ich habe nicht gedacht, dass sie so viel Damage machen. Aber das ist ja Zeri Yuumi in a nutshell. Und mute. My bad, ich stand hier. Wer läuft denn aus Base hier lang und dann hier rein? Wie random. Warum nicht einfach E skillen? Dann ist meine Lane vorbei. Nein. So, zwei Leute schon mal muted. Wir haben auch schon Minute 1:30. Du bist doch auch gestorben, Timo, hä? E-Start. Also meine Angst vor einem Gank hält sich ziemlich in Grenzen hier, muss ich sagen. Bringt Coaching in LoL mehr als beim Fußball? Ich würde sagen, beim Fußball bringt Coaching deutlich mehr. Ja, ist schwer, ne? Yuumi, Zeri kann man halt nicht wirklich punishen. Also viel mehr als permanent pushen können wir eigentlich nicht. Wir brauchen nicht, dass wir 2v2 gewinnen, sondern wirklich. Ach so, gönn dir. Ja, ich würde einfach einen clean Recall nehmen bei 1100 Gold, dass ich Träne Sheen habe. So, wir tippen jetzt rein. Hier ist die nächste, wenn wir auch nochmal fast pushen.
Mega cool, wie viel Damage Yumikyo macht. Ich weiß gar nicht, ob die das gefreezed kriegen. Glaub nicht. Ich nehme wegen No Pressure Matchup TP mit. Ja, ich brauche halt keinen Combat Summoner. Ich kann halt mehr Kontrolle, ich habe mehr Kontrolle über die Lane. Wir werden halt niemals All-In fighten in der Lane, es wird nie was passieren. Nee. Die haben auch noch Flash, Bruder. Die haben hier alles ready. Ich flash doch da nicht. What the fuck? Nee, 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 nee. Das ist einmal Yumikyu baiten. Oh, wir haben Ult, ne? Es ist wirklich so cringe, dass sie das Spamping. Das ist so bad. Boah, bin ich happy, dass ich nicht auf die Jenna gehört habe. Bin ich keine Ahnung, wie sie erwartet, dass wir die da killen. Das wäre ein absolutes Desaster gewesen. Gut, dass wir das respektiert haben. Kriegen jetzt ein Plating, aber das ist okay. Die müssen noch Base gehen danach. Das heißt, ich kann danach auch noch auf ein Plating gucken. Und Jenna ist jetzt wieder auf der Map. Ja, also im Endeffekt machen wir alles richtig, ne? Wir haben Jenna jetzt das zweite Mal auf die Map gekriegt. Lasse, den könnte ein bisschen besser sein, aber... Könnte viel besser sein, aber... Leider verliert mein Team in Überzahl. Sehr schade. Flash ist raus. Wir haben jetzt Herald verloren und wurden gedoublekillt in einem 4 gegen 3. Das sieht wirklich terrible aus, das Game. Aber wir geben unser Bestes, Guys. Wir geben unser Bestes. Jenna ist noch Level 5. My bad. Gut. Das Game ist dann vorbei. My bad. Nicht gesehen, dass Jenna 2 Level down ist. Wieder so langweilig, das Spiel.
Aber eigentlich ist jedes Game langweilig, wo man AD... Jedes Game, wo man AD Carry spielt, Botlane 2v2 nicht killen kann und die Rest der Karte verliert, ist immer langweilig eigentlich als AD Carry. Weil man einfach nichts macht und einfach nur zuguckt. Ah, my bad. Hätte ich sehen müssen, dass die Jhana noch Level 5 ist. Die ist halt dreimal geroamed und hat dreimal nichts bekommen, deswegen hat sie halt super viel XP gemisst. Das Ding ist, mehr als gut farmen, nicht sterben und die Jhana von der Lane lösen, kann ich halt nicht machen in dem Game, ne? Das mit dem Nicht-Sterben hat so mittelgut funktioniert. Alter. Holy shit, machen die viel Damage. Ja, das mit dem Nicht-Sterben hat nicht so gut funktioniert. Aber der Rest liegt halt nicht in meiner Hand. Digga. Haben wir Jhana ult? Jetzt haben wir Jhana ult. Teemo ist einfach random Botlane. Das Game ist so over. Das Game ist so krass over. Oh Mann. In solchen Games ist Jhana wirklich so ein nutzloser Kack-Champ. Jhana ist jetzt fünfmal roam gegangen, hat fünfmal nichts gemacht, ist dreimal gestorben, Ende. Ah, unten. Das ist eigentlich der Standard-Recall. Ich dachte nicht, dass er den Standard-Recall nimmt. Der Standard-Recall von, ah, ich muss aufpassen, da kommt der Ezreal-Ult, ist unten. Deswegen dachte ich, dass er oben geht, my bad. Ah, geiler Roam von Talia. Und Jhana mal wieder komplett woanders unterwegs. Ah, mal gucken, vielleicht können wir das noch gewinnen. Winnable. Emdes hat ein neues Video, was ganz interessant für mich sein könnte. Schauen wir gleich mal rein. Ja, Bot-Tor müssen wir jetzt droppen. Wir werden halt auch bodenlos outskilled, ne? Das wird auf jeden Fall schwierig, das Game. Ich glaube, im Freezen kann ich das auch nicht hier. Okay, Jhana. Jhana ist online. Oh oh.
Okay, die haben kein TP. Müsste ich kriegen, den Tower hier. Oh, ich habe sehr viel bekommen jetzt hier. Ah, ich brauche noch 100 Gold irgendwo. Okay, Timo flasht rein. Okay. Der Tower sollte droppen. Wir haben 20 auch TP. Das heißt, ich kann noch eine Wave Mitte overextenden und dann Base Game TP'en. Wir haben das Game hier gerade echt ein bisschen geturnt, ne? Sehr geil. Mitte Tower müssen wir droppen, aber das ist okay. Let's go. Die hat Banshees gekauft. Oh, die hat drei Items schon. Okay, also wovon müssen wir Respekt haben? Die haben halt keinen CC und keinen Engage, ne? Also wir müssen eigentlich nur Respekt haben, dass wir nicht runtergerannt werden von Gwen Yumi oder von Zeri Yumi. Aua. Weiß nicht, ob ich da flashen muss, aber ich wollte hier kurz einen Prozess machen. Den Turm kriegen wir auch. Was mit Timo passiert? Okay, ich bin jetzt auf jeden Fall online. Sehr schön. Ich glaube, ich gehe Warhammer, die Gegner haben noch keine Armor. Krass, haben wir das Game echt geturnt. Let's go. Wir gehen ja auch immer Full Damage, der Angriff ist die beste Verteidigung. Wobei Frozen Heart hier auch geil aussieht. Ich habe als viertes Item Frozen Heart. Alter, wie fett ist denn das Yumi-Schild, bitte? Holy moly. Wie ist die Jenna gestorben? Mit Flash und mit Ult? Ja, ping doch einfach den Timo. Wie wär's denn, wenn du einfach gut spielst, Jenna? Wie wär's, wenn du einfach deine Spells used und nicht alles killen darf? Nein, nein, nein. Wir müssen natürlich den Timo pingen. Machen die jetzt wirklich Nash?
Oh, wie unlucky. Aber wir haben Nash gestoppt. Sehr gut. Ja, das wäre Winning Fight gewesen, wenn die Jenna Ult geused hätte. Was jetzt? Gucken, ob wir noch Backpot interrupten können. Nee. Aber halt auch legit 4 gegen 5, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Oh nein. Wie ist sie da hingekommen? Fuck. Ah, hab ich geendet. Scheiße. My bad. Habe ich uns den Nash gekostet? Fuck. Hätte ich nicht gedacht, dass die mich einfach runterrennen können. Ich dachte, ich habe ein Team, aber die waren mit was anderem beschäftigt. My bad. Jetzt mal Gold für Cyrillas. Ja, wir sind halt die ganze Zeit gerade dumm gesplittet und lassen uns catchen, ne? Ich glaube, 5 gegen 5 sieht immer noch gut aus. Gegner sind halt hypermobil und wollen halt diese random Shitfights. Ich weiß wirklich nicht, wie die Jenna die ganze Zeit stirbt. Du spielst Jenna, Digga. Zwei Inhibs down. Ah, Gwen ist so ein broken Piss-Champ. Es ist so unlustig, dass dieser Champ jetzt auf einmal wieder Meta ist anscheinend. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf, dass der Champion wieder ein Meter wird. Oh nö. Egal, Game is winnable. Ich darf hier nicht weiter pushen, sonst sterbe ich wieder an Tristana, glaube ich. Puh, okay, can win, guys, can win. Wie sollte aufhören, Kills zu nehmen? Na, der nimmt die ja nicht mit Absicht. Gwen ist so ein unnötiger Champ, wirklich.
Aber wir lernen auch nicht. Wir lassen uns auch weiterhin die ganze Zeit auf Sideline catchen, ne? Das habe ich eben gemacht. Da haben wir schon den Nash verloren. Jetzt haben wir nochmal geendet. Oh nö, wieso ist dieser Champion wieder gut? Riot Games, wieso bufft ihr gewinnen? Ach, dieser Champion ist so langweilig. Oh Mann, oh. GG. Ja, ich hab's auch geedit am Baron. Meine Jenna hat scheiße gespielt, mein Timo hat scheiße gespielt, ich hab einen Baron geintet, das Game ist ein verdienter Loss. Das Game ist ein verdienter Loss, das ist okay. Hier kriegt auch niemand einen Honor. So, also wir machen wieder kurz eine Werbung, damit wir in-game und vorm Stream keine Werbung haben. Also, bis gleich.